In der ganz anderen Welt des Tennis, nämlich am untersten Ende der Weltrangliste, da hat ein Münchner versucht, wieder Fuß zu fassen. Felix Huth, der ist gleich bei uns zu Gast. Und er hat über seine Abenteuer ein Buch geschrieben. Und so ungefähr sah es dann aus, als er unterwegs war. Mittlerweile, da ballt er die Bäckerfaust wieder in München. Herzlich willkommen, Felix Huth. Hallo, guten Abend. Das epochale Meisterwerk, der kommende Bestseller, so will ich immer gleich ankündigen, in völliger Bescheidenheit. Lucky Loser, wie ich einmal versuchte, in die Tennis-Weltrangliste zu kommen, ist fertig. Und ist seit Donnerstag zu haben, ja, das Meisterwerk, das stimmt. Du atmest so richtig ein bisschen durch, das Meisterwerk. Der Plan war, einmal noch geführt zu werden in der ATP-Weltrangliste. Ja. Du darfst jetzt selber verraten oder auch eben nicht. Hat es geklappt, ja, nein? Da würde ich die Zuschauer bitten, kauft euch das Buch. Das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich das erzählen würde. Nein, ich habe einfach versucht, auch noch mal auszubrechen aus meinem Alltag, eine kleine Weltreise mit Tennis zu verbinden. Und das hat mir einfach riesigen Spaß gemacht. Und ich bin jetzt sehr froh und auch erleichtert, dass das Buch jetzt am 2. Mai erschienen ist. Ja. Warum hast du es gemacht? Ich meine, du bist jetzt 40, warst vergangenes Jahr, als du das versucht hast, 39. Ein bisschen früh für die Tennis-Midlife-Crisis. Aber nicht zu früh für die richtige Midlife-Crisis. Und die wollte ich halt vermeiden. Ich wollte nie in meinem Leben sagen müssen, hätte ich doch damals meinen Traum verwirklicht, sondern ich wollte meinen Traum verwirklichen. Und ich habe mit 37 Jahren Roger Federer noch mal spielen sehen gegen Nadal. Und das hat mich so beeindruckt, da war er auch schon 35, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich mich auch noch mal auf den Weg. Du hast in deiner Jugend schon Tennis gespielt, spielst du auch jetzt noch aktiv bei den alten, genau, ich spiele alten Herren, sagt man, Herren 30 Bundesliga beim STK Garching. Also für alle Leute, die guten Jungsenioren-Tennissporten mögen, ihr kommt gerne vorbei. Könnte ich Woche für Woche dort erleben. Ja, genau. Wo dich allerdings Menschen erlebt haben oder du Tennis erlebt hast, waren ja die abenteuerlichsten Sachen Südafrika, Pakistan, Uganda. Ja, ja. Bisher war mir nicht klar, dass in Uganda überhaupt Tennis gespielt wird. Ja. Es ist so, dass ich bei Turnieren in Europa nicht reingekommen wäre oder auch in den Staaten. Ich musste mir sogenannte Buschpunkte holen. Die kriegt man, wenn man in exotische Länder fährt. Da reisen nicht so viele gute Spieler hin. Und deswegen bin ich eben in diese Länder gereist. Und was total toll war, zum Beispiel in Pakistan, das Kapitel über Pakistan heißt Im Paradies, weil Pakistan kommt unfassbar schlecht weg in der Tagesschau, ist aber wirklich ein sehr, sehr nettes Land mit warmherzigen Menschen, gutem Essen. Also kann ich nur empfehlen, mal nach Pakistan zu reisen. Des Essens wegen oder wegen der Tenniserlebnisse? Nein, weil zum Beispiel, man kann da wunderschön wandern, da gibt es tolle Gebirge, man kann da theoretisch sogar Skifahren, das braucht man jetzt als Münchner nicht, man hat ja die Alpen. Nee, aber ich finde, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Länder, die immer so ein schlechtes Image haben, wenn man dann hinfährt, in Wahrheit gar nicht so schlecht sind. Okay, wahrscheinlich hast du in Pakistan leider hangaufwärts oder bergaufwärts spielen müssen, deshalb hat es dann nicht geklappt mit dem Punkt. Wir auf jeden Fall haben die tolle Möglichkeit und können 3 dieser Exemplare Lucky Loser verlosen. Das Ganze läuft über unsere Facebook-Seite, Adresse wird gerade eingeblendet, da können alle mitmachen, die sich für dieses Buch interessieren, was mit sicherlich viel Augenzwinkern dann auch geschrieben wurde. Wo war es denn wirklich am merkwürdigsten für dich, dann hinzukommen, überhaupt auszumachen, dort ein Turnier zu spielen, herauszufinden, dass dort ein Turnier gespielt wird? Ja, am härtesten war für mich Uganda.
dort die Plätze kann man nicht als Tennisplätze nach jetzt unseren Kriterien bezeichnen. Das war letztendlich Erde, auf die ein bisschen Kreide gemalt wurde. Und wenn man einmal drüber gerutscht ist, dann waren die Linien weg. Und wenn der Schiedsrichter dann sich einen Ballabdruck anschauen wollte, dann hat er gar keine Linie, um irgendwie den Ballabdruck zu sehen. Das war schon sehr exotisch, auch die klimatischen Verhältnisse. Das Essen war schon schwierig. Also da habe ich mich schon schwer getan in Uganda. Ja. Und das Ganze hast du ja nicht als Profi ein Jahr lang betrieben, sondern das waren immer so Urlaubsgeschichten. Also du musstest ja alles so stricken, dass du mit deiner Freizeit, mit der... Mit meiner Freizeit, mit meiner Frau, mit meinem Job. Ich habe dafür kein Sabbatical genommen, sondern ich habe das versucht, in meinen Alltag zu integrieren. Und ja, und es hat einen riesen Spaß gemacht, hat mir auch viel beigebracht über meinen Körper, über Disziplin. Also wenn man möchte, kann man theoretisch um 6 Uhr morgens aufstehen, nach Garching in die Halle fahren im Winter und trainieren. Man macht es halt sonst nur nicht. Diesen einen Punkt, den du ja erreichen musstest oder hättest können, etc. Spoiler. Der würde ja reichen, um auf die ATP-Liste zu kommen. Was musst du dafür aber schaffen? Also da musst du wo, wie platziert sein? Also da gibt es die niederklassigsten Turniere im Welttennis, heißen Future-Turniere. Und da musst du dich durch die Quali spielen und dann im Hauptfeld eine Runde gewinnen. Und wenn du diese Runde gewonnen hast, dann bist du am nächsten Montag in der Tennis-Weltrangliste. Und mein Plan war, ich habe so eine ATP-App auf meinem Handy, dass ich mir davon einen Screenshot mache und diesen Screenshot auf meinen Unterarm tätowieren lasse und den Rest meines Lebens als Weltranglistenspieler. Wir werden jetzt eben das Hemd nicht hochkrempeln. Nee, aber eben ist nicht blank. Es ist blank. Ah, jetzt hast du dich selbst ein bisschen reingeritten in die ganze Geschichte. Du hast unter anderem auch auf Sardinien gespielt, das ist ein wunderschönes Urlaubsziel ist, das weiß ich selber aus dem vergangenen Jahr. Ja. Und bist da aber auch auf Gegner getroffen, die ja also Namen haben, klanghafte Namen in der Tenniswelt. Wer war dabei und vor allem, warum spielen die dann bei solchen Future-Turnieren? Weil die sich auch hochspielen müssen. Da war zum Beispiel Stefanos Tsitsipas, mittlerweile 8 oder 10 in der Welt, hat Federer jetzt dieses Jahr geschlagen bei den Australian Open. Da war Yannick Maaden, der jetzt gerade bei den BMW Open mitgespielt hat. Da war Alex Poppyrin, der mittlerweile auch unter den Top 100 steht. Also diese Spieler müssen auch den harten Weg gehen. Nur, das so viel kann man verraten, sie haben ihn etwas erfolgreicher gegangen als ich. Wie hast du das Ganze finanziell gestemmt? Ich habe den Buchvorschuss reinvestiert in meine Reisen und so habe ich das gestemmt. Und dann dort auch richtig schön so residiert wie die Top-Tennis-Spieler oder war das die eher bescheidene? Die Spieler auf diesen Turnieren residieren überhaupt nicht feudal. Die leben zum Teil unter sehr schwierigen Umständen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Auch was das Essen angeht und so weiter. Nein, das war überhaupt nicht luxuriös, das war eher karg. Felix, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns 3 von den Büchern mitgebracht hast. Du darfst sie auch gleich nochmal hier signieren für die es dann gewinnen. Jawohl. Und ich wünsche dir viel Erfolg damit. Und falls es dich doch nochmal packt und es gibt Lucky Loser Teil 2, die Bildrechte, wenn sie verkauft werden, wenn George Clooney spielt oder so, halt uns auf dem Laufenden. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Und bei uns geht's so weiter.